Mein Name ist Wildan Eiteken. Ich bin Promovendin an der Universität Bielefeld und ich forsche zum Bereich Schule und Inklusion sowie Rassismus und soziale Ungleichheit. Ich werde Ihnen heute einige unserer Forschungsergebnisse über Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen von WissenschaftlerInnen of Color an deutschen und österreichischen Hochschulen darstellen, die ich gemeinsam mit meinen drei Kolleginnen Elisha Heinemann, Sarah Ahmed und Malika Mansouri durchgeführt habe. Arday und Mirza kritisieren passend in diesem Zusammenhang Universitäten als erfolgreiche Diversitätsindustrien. MitarbeiterInnen of Color erscheinen zwar als Symbol der Diversität auf der Vorderbühne der Universität, wie beispielsweise auf der Homepage, auf Flyern, oder man hat eine WissenschaftlerInnen of Color an der Fakultät. Aber wenn man sich die innere Struktur genauer anschaut, merken wir, dass in Entscheidungspositionen beispielsweise sehr selten mehr als eine Wissenschaftlerin of Color der Universität tatsächlich aufhält. Ebenso bleiben bedeutungsvolle Debatten über Rassismus auch sehr oft aus. Die Auseinandersetzung mit Erfahrungen von WissenschaftlerInnen of Color sollen uns also als Anhaltspunkte dienen, die Norm universitärer Räume nach ihren exkludierenden Praktiken zu befragen. In der Forschungsarbeit um Rassismuserfahrungen von Hochschullehrerinnen of Color haben wir versucht, mit einem sogenannten Feminist Ear, wie Sarah Ahmed es beschreibt, denjenigen zuzuhören, die systematisch überhört werden. Ausgehend davon, dass die Erfahrungen nicht Einzelfänomene sind, sondern Struktur hat, möchten wir hören, wie diese Personen nicht gehört werden. Die Forschungsarbeit um Lehrende of Color an Hochschulen startete mit der geteilten Beobachtung, dass anders als im angloamerikanischen Raum Lehrende of Color an deutschen Hochschulen sowohl als Lehrkörper als auch thematischer Bezugspunkt innerhalb der Forschung ein relativ neues Phänomen darstellen. Ein kursorischer Blick in die Forschungsergebnisse der letzten 20 Jahre, vor allem des englischsprachigen Raumes, geben uns Hinweise, wo wir genauer hinschauen müssen, um ein ganzheitliches Bild darüber zu bekommen, wie Weißsein, Ungleichheit, hegemoniale Männlichkeit auch in unseren Organisationen eingebettet ist. In der sehr umfangreichen Studie von Foster und Bauer 2018 beispielsweise berichten WissenschaftlerInnen of Color, dass sie deutlich mehr Arbeitsstunden pro Woche pro Kurs aufweisen, verglichen mit weiß-männlich gelesenen Kolleginnen, gleichsam aber overrepresented in lower income categories sind. WissenschaftlerInnen of Color scheinen auch öfter nach ihrer Glaubwürdigkeit in ihren akademischen Leistungen, vor allem im Kontext der Lehre, hinterfragt zu werden. Stanley 2006. Aus weiteren Studien zu Stress- und Rassismuserfahrungen lernen wir auch, dass WissenschaftlerInnen of Color ein erhöhtes Erleben von Hypervigilanz, Ängstlichkeit, Übermüdung und Unwohlsein beispielsweise berichten. Unser Interesse in unserer Studie bezog sich vor allem auf Lehrende, die sich selbst mit gesellschaftlichen Macht- und Differenzverhältnissen beschäftigen, in denen sie auch immer als Betroffene ihrer Lehr- und Forschungsinhalte positioniert sind bzw. positioniert werden. Wir haben versucht, die unterschiedlichen Herausforderungen, die mit ihren besonderen SprecherInnen-Positionen in mehrheitlich weißen universitären Räumen einhergeht, nachzuzeichnen und zu untersuchen, auf welche Weise sie ihre Institutionen möglicherweise herausfordern. Das überraschende, vielleicht auch leider erwartete Ergebnis, das sich bereits nach den ersten Interviews herauskristallisiert hat, war, dass wir alle ähnliche und teils nahezu identische Erfahrungen tatsächlich machen. Ja, ich meine, es ist einfach schon allein ein Thema, mit diesem schwarzen Körper in der Hochschule zu sein. So blöd und basic, wie das klingt, aber ich meine, es ist alleine schon das. Die Abweichung des Leibes von der imaginierten weißen Norm, mit der sich Isabel A. hier scheinbar immer wieder als Trägerin eines adressierungsbedürftigen Körpers erfährt, vollzieht sich nicht in einem luftleeren Raum, sondern einer institutionellen Umgebung, die vorwiegend von weißen Lehrkörpern geprägt und weißen Perspektiven strukturiert wird.
Während weiße Personen sich in der Anwesenheit der anderen gespiegelt sehen können, sind Personen of Color in derart zusammengesetzten institutionellen Räumen allein durch ihre bloße Existenz, ihr bloßes, statistisch unwahrscheinliches Dasein innerhalb der Institution ein Thema. Melinda erzählt uns, Aber trotzdem habe ich noch immer das Gefühl, ich muss jedes Mal mich doppelt und dreifach so gut vorbereiten wie alle anderen, weil ich einfach nicht will, also weil ich einfach Angst habe, dass ich in eine Situation komme. Also das kommt nicht nur durch meine Hautfarbe, sondern es kommt auch dadurch, dass ich auch wirklich aus einem Arbeiterinnenhaushalt komme. Wissenschaftlerin zu sein, zu werden, also doing Wissenschaftlerin, statt zwei Literaturverweise gleich vier zu setzen, zu lehren und gleichzeitig die Lehrtätigkeit permanent unter Beweis stellen, scheint eine sehr typische Erfahrung und Überlebensstrategie von Wissenschaftlerinnen of Color zu sein. Eben weil der Körper nicht so aussieht wie eine Wissenschaftlerin, muss er Doppeltes leisten, um das Wissenschaftlerinnensein hervorzubringen. Ja, du kannst ja gar nicht wissenschaftlich arbeiten über das Thema Rassismus, weil du hast ja selber Rassismuserfahrung. Deswegen fehlte die Neutralität. Wir lesen in allen Interviews, dass die Lehrsituation offensichtlich eine äußerst prekäre Erfahrung für Lehrende of Color darstellt, in der sie sich in äußerst mühevoller Art und Weise beweisen müssen, um Herausforderungen vorauszuschauen. Auf die Frage nach den Auswirkungen im Alltag berichten alle InterviewpartnerInnen von Belastungen wie Zerschlagenheit, Übermüdung, Angst, Stress, Schmerz, Schock oder auch Erschöpftsein. Interessant ist auch, dass wenn Personen in ihren Institutionen Rassismus thematisieren, sie sich in schwierigen Positionen wiederfinden. Wenn sie, wie Sarah Ahmed 2010 beschreibt, zu viele rassismuskritische Positionen einbringen, machen sie sich schnell unbeliebt. Nicht der Rassismus bzw. die rassistischen Praxen, sondern sie selbst werden dann zum Problem deklariert oder problematisiert, überprüft und im schlechtesten Falle auch entfernt. Akamo erzählt im Interview, Vielleicht denken Sie ja nur, dass das rassistisch ist. er erzählt später, 1,5 Stunden hocke ich jetzt dort und muss mir das anhören, dass es Rassismus nicht gibt. Oder wenn es ihn gibt, dann gibt es den nur unter Rechten. die von unseren InterviewpartnerInnen berichteten Differenzerfahrungen verstehen wir nicht als Einzelfänomene und individuell zu lösende psychische Probleme von Einzelpersonen, sondern als echte Probleme von Organisation, Ordnung von Wissen und Repräsentation sowie Ressourcenverteilung, Entscheidungswegen und Entscheidungsgewalt. Abschließend möchte ich unsere Ergebnisse in Fragen zum Mitdenken übersetzen. Wie werden feministische, postkoloniale, rassismuskritische Ansätze innerhalb unserer Fakultäten gelesen? Werden sie als eine Art Spezialwissenschaft verstanden? Gibt es nicht psychologisierende, sich ernsthaft mit intersektionalen Problemlagen befassende Beschwerdestellen und Supervisionsmöglichkeiten, die aktiv gegen Diskriminierung eintreten? Wie zugänglich sind diese und was braucht es, damit diese ernsthaft in Anspruch genommen werden können? Was braucht es, um von einem für Antirassismus sein zu einem doing Antirassismus zu gelangen? Mit anderen Worten, reicht es nicht aus, sich auf sogenannte Good Policy Dokumente als Substitute für Aktionen auszuruhen oder die Anwesenheit einiger veränderter Körper hinzuweisen, auch wenn sie uns erlauben, uns in unseren Universitäten gut zu fühlen als sogenannte Happy Places, ist es eine Verantwortung unser aller, uns zu engagieren und zu informieren. Und es nicht nur die Aufgabe von einigen WissenschaftlerInnen oder engagierten Personen zu machen, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen. Wir sind also alle dazu angehalten, zu reflektieren, an welcher Stelle unseres Universitätenalltages die Verantwortung uns zukommt, rassismuskritisch zu handeln. Vielen Dank.